Ja, hallo und wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 28. April 2024. Ich fahre gerade durch Schlüsselfeld. Ich bin heute alleine unterwegs. Schlüsselfeld ist das ADAC Trainingscenter. Und da ist heute die Tanja und macht ein ADAC Training, ein Ladies Day. Das heißt, da sind ausschließlich Damen dabei. Ich fahre heute von Schlüsselfeld aus in den Spessart. Da ist mir so ein Lokal, so eine Kneipe empfohlen worden. Die heißt Engländer Motorradtreff und die werde ich mir heute anschauen. Alles weitere im Verlauf des Videos. Jetzt erst kurz hinter Schlüsselfeld, aber schaut mal auf Kalimoto. Auf der Strecke fangen hier schon die ersten interessanten Kurven an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Kurve geht. Ich fahre hier zum ersten Mal, aber mit Unterfahrschutz. Okay, oi, oi, die wird aber enger. Sehr schön. War 50 angesagt. Ja, aber fängt gleich gut an, die Strecke. Ja, geht genauso weiter. Also ein witziges Element hier. Ganz schön kurvenreich hierher gewesen und ein schönes Schloss hier. Also ich war eben noch in Ebrach. Auch wieder ein interessanter Ort mit einem großen Kloster. Und ja, die ganzen Straßen, für die ich bis jetzt gefahren bin, ich habe die gar nicht alle aufgenommen, das wird ja einfach zu viel. Da war sehr viel Kurviges dabei, eine langgezogene Kehre. Also auch hier vor Würzburg, jetzt kommen wir in den Bereich Kitzingen. Sehr, sehr schöne Strecken zum Fahren, also gleich am Anfang von dieser Tour. Ja, wir sind jetzt mittlerweile in Volkach angelangt. Also auch bis Volkach war die kurvenreiche Strecke vorhanden. Sehr interessant. Wenige langweiligere Stücke. Auffällig war, dass wir ja tatsächlich über die Lande gefahren sind, weil öfters mal angezeigt wurde, dass kein Handyempfang war. So, Volkach und wir fahren über den Main. Kann man Rundfahrten machen. Sehr schön. Nachdem wir Main überquert haben, also hier links, rechts, überall Weinberge. Also jetzt sind wir wirklich voll im Weinanbaugebiet. Also wir sind jetzt die ganze Zeit am Main entlang gefahren, denke ich, und sind bei dem Schweinfurt. Und was auffällt, überall Stellplätze für Wohnmobile. Ich denke Campingwagen auch, aber auffällig viele Stellplätze mit Wohnmobilen drauf, hier direkt am Wasser. Und da vorne sieht man noch zwei große Kühltürme, die ja wohl nicht mehr in Betrieb sind. Wir sind jetzt schon im Bereich Main-Spessart, also westlich von Schweinfurt. Sehr viel offenes Gelände gewesen bis jetzt. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Ist halt wirklich komisch. Ich war hier in meinem ganzen Leben noch nicht, egal ob mit dem Motorrad oder mit dem Auto. Man kennt halt hier wirklich die Kurvenfolgen nicht und wie stark die Kurven sind. Von daher merke ich richtig, anders als zu Hause, wo ich mich auskenne, dass ich die Kurven hier doch anders anfahre oder langsamer anfahre. Ist echt verrückt, wie da der Unterschied ist zwischen bekannten Strecken und völlig unbekannten Strecken. Aber ihr seht es auch hier wieder, kurvenreiche Strecke angezeigt. Ist jetzt nicht gerade wie in den Alpen, aber relativ wenig kerzengerade Stücke und immer wieder kurvige Passagen, auch mit langgezogenen Kurven. Also wir haben jetzt Münster verlassen, fahren Richtung Aschfeld und schaut mal hier vor, wieder die Straßenführung.
Also dieses Main-Spessart-Gebiet, das ist schon echt interessant. Also vor Schweinfurt, das war nicht so spannend, aber nachdem wir Schweinfurt verlassen haben Richtung Westen und hier in dieses Gebiet Main-Spessart reingekommen sind, wie gesagt, für mich komplett neu, ich war hier noch nie. Die Strecke, die Kalle Motor für mich jetzt ausgewählt hat, ist echt ansprechend. Also geht die ganze Zeit so kurvenreich weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Winkelwerk ist mit engen Kurven, aber immer wieder Kurven, wie ihr es eben gesehen habt. Also hat schon einen guten Spaßfaktor. Und so wie es jetzt aussieht, kommen wir irgendwie wieder am Main an. Wir fahren links Richtung Karlstadt. Oh, schaut aber schön aus hier mit dem Hang links. Da drüben rechts müsste der Main sein. Sieht man jetzt aber leider nicht. Aber sonst schön hier unterhalb des Hangs entlang zu fahren. Und jetzt fahren wir Richtung Lohr am Main. Wenn wir jetzt hier rechts fahren, könnte gut sein, dass wir jetzt wieder über den Main drüber fahren. Ja, sieht gut aus. Dann nehme ich euch mal mit über den Main. Mal schauen, was ich sehen kann. Auf jeden Fall landschaftlich fahren wir in eine schöne Gegend, so wie es aussieht. Da hinten eine Ruine, kann man jetzt auch nicht genau erkennen. Ja, wir fahren über den Main. Ja, da hinten wieder dieser Hang, an dem wir entlang gefahren sind. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt in Lohr am Main. War ich auch noch nie in meinem Leben, aber es sieht ganz schön aus. Und dann eben am Rhein gelegen. Und jetzt geht es hier rechts weg Richtung Bad Orb. Kenne ich auch nur vom Hörensagen her. Aber oh, hinter mir ist eine Rollercrew, glaube ich. Ja, mal schauen. Also jetzt sieht es von der Landschaft her schon wirklich stark bewaldet aus. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht nach Lohr am Main. Also wir fahren jetzt nicht Richtung Bad Orb, sondern Heigenbrücken. Sagt mir jetzt gar nichts. Wiestal, Krommental, 7 Kilometer. Auf jeden Fall sind mir hier schon einige Motorradfahrer entgegengekommen. War die ganze Zeit nicht der Fall, aber jetzt auf dem letzten Stück kam mir ein Haufen entgegen. Oh. Oh, jetzt wird aber die Straße wieder ein bisschen aushilfsbedürftig. Also jetzt. Oh. Ja, also die hat schon ihre besten Tage hinter sich, glaube ich. Also das ist jetzt ein Stück, boah, also das wackelt jetzt in einer Tour. Ist zwar landschaftlich jetzt wieder sehr schön, ich habe es ja vorhin gesagt, die Bäume habe ich ganz gern. Oh. Sieht sehr, sehr schön aus hier, aber das ist ein ganz schönes Gehoppel hier. Kleine Panzerstraße oder keine Ahnung. Wir sind jetzt schon so 160 Kilometer gefahren seit Stüsselfeld und ich denke, wir sind jetzt in den Ausläufern des Spessart mittlerweile angekommen und unser Ziel, der Engländer, dürfte dann auch ja in naher Zukunft erreichbar sein. Also wenn der Belag noch klasse wäre, wäre es hier echt ein schönes Stück zu fahren, aber ja, Straßenschäden habe ich auch gerade festgestellt. Stand schön das Schild da, okay. 40 kurvenreiche Strecke. Und 20, eine Verengung. Okay, sagen wir mal lieber ein bisschen vorsichtiger hier.
Also alter Scheich, was ich jetzt hier in einer Tour fahre, das ist jetzt, also das war jetzt richtig geil. Ich bin bloß nicht dazu gekommen, die Kamera einzuschalten, weil ich habe drei Roller hinter mir. Das sind gut motorisierte Roller, denke ich mal. Die konnte ich jetzt fast nicht abschütteln auf den Geraden ein bisschen und dann aber nicht mehr. Die kannten wohl die Strecke. Ja, die fahren jetzt auch wieder mir nach. Ich denke, die haben wirklich gut motorisierte Roller. Aber also die Strecke hier, die war jetzt echt hammer geil. Also das war jetzt echt genial, hier zu fahren. Das hat total Spaß gemacht, hier durch so ein Tal, kurvenreich. Das war jetzt Richtung Habichtstal sind wir gefahren. Jetzt fahren wir Richtung Frammersbach. Also unglaublich geiles Stück. Ich lasse jetzt mal die Kamera an. Vielleicht geht es hier genauso weiter wie da drüben auf der anderen Seite. Ja, das war jetzt echt, ja, kurvenreiche Strecke auf 4,5 Kilometern. Ich muss ganz dringend pinkeln, aber ich stelle mich mal dahin, bevor es hier so geil weitergeht und ich in die Hose mache. Kalimodo schon wieder eine Kehre zu sehen. So, der Boxenstopp ist beendet. In der Zeit, wo ich kurz hier gestanden bin, sind einige Motorradfahrer vorbeigefahren. Also ich denke, die Strecke hier, da kommt der nächste, ich denke, die Strecke hier ist tatsächlich schon eine Motorradfahrerstrecke, die ist schon sehr bekannt. Ich bin mal gespannt, also für mich Neuland. Aber wirklich, wirklich schön, das Stück, das ich eben schon gefahren bin. Ich lasse jetzt mal die Kamera ein Stück laufen. Aber da sieht man in Kalimodo schon wieder eine lange linksgezogene Kurve. Die Straße ist relativ schmal, wenn jetzt da Gegenverkehr kommt, doch ein bisschen aufpassen. Obwohl es geht. Das ist jetzt wirklich landschaftlich durch den Wald, was mir gut gefällt. Und hier sind jetzt aber auch wirklich Kurven vorhanden. Das schaut gut aus. Das gefällt mir schon gut. Da vorne geht es wieder links rum weiter. Ja, Wahnsinn. Also wenn jemand hier die Strecke kennt, der hat dann erst recht Spaß, glaube ich. Wahnsinn. Das ist ja jetzt echt ein geiles Stück hier. Das, was ich jetzt fahre, dafür hat sich schon die Anfahrt gelohnt. Die letzten, sage ich mal so, 7-8 Kilometer. Oder vielleicht sind es auch schon 10. Und Kalimodo hat schon wieder Schlangen abgebildet. Wahnsinn. Das Blöde ist jetzt wirklich, man weiß halt nicht, wie die Kurve verläuft, wenn man hier noch nie gefahren ist. Das ist aber cool. Echt klasse. Und es geht so in einer Tour weiter. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Hammer. Also, wenn ihr mal hier in der Gegend seid oder vorhabt, mal hierher zu fahren, Spessart. Ich hoffe ja irgendwann beim Engländer anzukommen. Schaut schon gut aus. Also hier kann man seinen Spaß haben. Oh, schaut mal. Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, hier stehen noch öfters mal welche und gucken zu, wie gefahren wird.
Das war jetzt eine Strecke, die bestimmt unter Motorradfahrern sehr bekannt ist hier in der Gegend. Habichtstal. Hier, ihr seht es ja wieder, ein Motorradfahrer nach dem anderen. Also hier ist richtig Betrieb. Aber geht auch so weiter. Und was mir hier auffällt, im Gegensatz zu heimischen Gefilden wie der Fränkischen Schweiz, ich habe hier keine Geschwindigkeitsbeschränkungen gesehen. Also hier ist überall Tempo 100. Ganz anders als in der Fränkischen, wo man da immer auf 70, 80 runter gebremst wird, manchmal sogar auf 60. Das ist ja echt, das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Soll man nicht glauben, was spessert. Kann man echt schön mit dem Motorrad rumfahren. Jetzt habe ich da die zwei Spätzle vor mir. Ich befürchte, die Möglichkeiten zu überholen werden hier nicht so groß sein, weil man gar nicht weit nach vorne blicken kann. Unbefriedigend. Ja, leckfett. Das ist ja nur eine Kurve nach der anderen. Jetzt fährt er auch noch in die Mitte rein, na super. Das Thema auch erledigt. Oh, hier ist der Belag aber neu gemacht. Boah, der schaut echt gut aus. Kalimoto ist, hört überhaupt nicht auf. Kringel, kringel, kringel. Ich komme mir vor wie in einer Waschtrommel. Das ist schon echt genial jetzt. Unglaublich. Ich kann nur sagen, vielen Dank für die Empfehlung, Engländer Spessart. Das macht jetzt hier richtig Spaß. So. Jetzt haben wir wieder einen vor uns. Wahnsinn, was für ein Winkelwerk. Also das ist jetzt echt hier Winkelwerk. Also mir fehlen die Worte. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Also so in der Form findest du es wahrscheinlich echt bloß im Gebirge. Also das ist schon sehr spaßig. Hier geht es links Richtung Aschaffenburg, noch 26 Kilometer
und Schöllkrippen, 13 Kilometer. Auch schon mal gehört, aber also Aschaffenburg sowieso. Aber wir sind jetzt schon sehr, sehr nah an Aschaffenburg. Ach, du liebe Zeit. Da kommt eine ganze Armee an Motorradfahrern. Hört überhaupt nicht auf. Wahnsinn. Wie geht's denn hier wieder weiter? Halleluja. Ja, Wahnsinn. Hier genauso weiter mit den Kurven. Das geht hier ganz genauso weiter. Ja, das ist ja in der Nähe von Aschaffenburg, also ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Biker aus dem Raum Frankfurt und so hier unterwegs sind. Echt irre. Wunderschöne Gegend, wunderschöne Straßen. Aber so viel am Stück, also das hört überhaupt nicht auf. Das bleibt in einer Tour so zu fahren. Das ist echt der Hammer. Ich hoffe vor lauter Euphorie, dass ich jetzt nicht an meinem Ziel am Engländer schon vorbeigefahren bin. Ja, normalerweise müsste man das ja dann sehr deutlich sehen. Außerdem habe ich es, glaube ich, als Wegepunkt markiert in Kalimoto. Müsste, sollte eigentlich der nächste Wegepunkt sein. Bist ja hier so fixiert auf die Straße. So, Sommerkahl geht es hier lang, beziehungsweise korrigiere mich, Jakobstal. Oh, da ist Tempo 70. Auf 7 Kilometer kurvenreiche Strecke. Vorhin habe ich noch gesagt, keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber ich denke, das ist auch eine unfallträchtige Strecke. Und deswegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber auch hier. Wahnsinn, Richtung Jakobstal. Sehr schön zu fahren. Der Belag ist okay. Halt die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eben sind wir bin ich außerhalb des Waldes gefahren. Und da haben sie die ersten Wiesen gemäht. Also den Geruch, den ich dann in der Nase gehabt habe, sofort. Also das erinnert einen schon an Sommer. Wenn Wiesen gemäht werden, dieser Heugeruch, kennt ihr das? Also hat mich letztes Jahr schon bei ein paar Videos total begeistert. Und jetzt wieder dieser Geruch. Gerade als wir in Südtirol unterwegs waren, war das ja klasse. Und jetzt gibt es den schon wieder. Echt schön. Boah. Also auch hier wieder eine Kurve nach der anderen. Gehört ja zum alpinen Bereich dazu, wobei Alpin hier eher weniger, aber wenn es bergauf geht, Fahrradfahrer. So, jetzt darf man wieder etwas schneller fahren, aber die Kurven bleiben. Echter Hammer. Servus. Also echt ein Genuss hier zu fahren. Kann ich echt nur empfehlen. Wie gesagt, hier das Stück ist geschwindigkeitsbegrenzt. Aber vorhin die Stücke, ich stelle ja wieder die Karte ein.
wenn jemand von woanders kommt, der kann sich ja dann das Element von mir aus rausschneiden oder in Kalimoto oder wo auch immer verändern. Aber es ist schon echt klasse hier. Also Respekt. Gefällt mir gut. Aber ich denke, wir haben jetzt 11.52 Uhr. Es ist trotzdem wenig los. Ich habe vorhin schon ein paar Motorradfahrer gesehen, aber ich denke, am Nachmittag wird hier der Betrieb stärker sein. Am Nachmittag wird hier einer nach dem anderen fahren. Zumindest wird es die Strecke anbieten. Boah, wo geht's denn jetzt weiter? Kalimoto sagt, wir müssen gleich entgegengesetzt fahren. Etwas frischlich ist es, 15 Grad. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es so ist wie gestern. Gestern gab es Sonnenschein, da sind dann mittags die Temperaturen über 20 Grad gegangen. Aber nee. 15 Grad merkt man schon. Dass es frisch ist. Jetzt kriege ich echt langsam komische Gedanken. Das Lokal Engländer, ob ich das jetzt wirklich verpasst habe oder ob das noch kommt. Aber verpasst haben kann ich es eigentlich gar nicht. Sollte ein Motorradtreff sein, das Gebäude ist ziemlich groß. Sollte eigentlich schon sehr markant sein. Ich glaube, die Straßen hier, die haben sie für Motorradfahrer gebaut. Geht hier richtig so die Hügel entlang, rauf und runter. Unglaublich. Jetzt wäre ich doch echt fast vorbeigefahren. Das ist hier an so einer Kreuzung. Wahnsinn. Erstmal einparken. Aber ein paar Motorräder stehen hier schon. Oder? So, beim Engländer gab es Bratwurst mit Pommes. Für 59. Das waren zwei große Bratwürste und die Pommes dazu. Das geht sich aus. War gut. Man fährt über die Kreuzung und fährt dann gleich wieder solche Kurven. Also, Einkehr Engländer rentiert sich, sehr günstig. Die zwei Bratwürste mit Pommes für 9,50, vollkommen in Ordnung. Mir ist nur aufgefallen, ich muss da mal gucken. Über kurz oder lang werde ich noch mal eine Tankstelle brauchen. Bis Schlüsselfeld sind es noch 170 Kilometer zu fahren und die Reichweite sind noch 100 Kilometer. Das passt nicht ganz zusammen. Servus. Das Kurvenkarussell geht hier weiter. Echt unglaublich. Hallo. Ja, da oben waren ja schon viele Motorradfahrer und hier auf den Strecken, dass einem hier die begegnen. Das da oben, wo das Lokal ist, das ist so eine Kreuzung. Da kann man in alle vier Richtungen fahren und in alle vier Richtungen geht es hier so weiter und dann kann man auch wieder zurückkommen. Also man kann hier, glaube ich, einen ganzen Tag oder zumindest einen Nachmittag hier verbringen und hier die ganzen Strecken abfahren. Also da hat man hier schon seinen Spaß. Ja, hier rechts hoch wäre bestimmt auch eine schöne Strecke gewesen, ist aber gesperrt, aber ich muss ja ohnehin hier links weiter. Ja, da kann nichts kommen. Ja. Nach wie vor im Spessart, die nächste Strecke auf 3,5 Kilometer Kurvenreich stand da angeschrieben. Nehme ich nochmal mit. Und dann aus dem Spessart Richtung Schlüsselfeld habe ich wieder von Kalimoto die Strecke berechnen lassen.
Servus. Oh, das war eine Ducati. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wo es mich da noch lang leitet. Momentan sind wir eben noch im Spessart unterwegs. Auch hier seht ihr wieder die Straße. Echt eine Empfehlung. Kann man mal zum Motorradfahren hinfahren. Vielleicht auch mal mit einer Übernachtung oder so. Ich meine, die Anreise ist natürlich schon ein Stück. Man muss es ja wieder zurückfahren. Ich habe es jetzt verbunden. Ich habe es ja vorhin erzählt, weil die Tanja in Schlüsselfeld ein Fahrsicherheitstraining hat. Ja. Aber ich denke, die Eindrücke hier, die haben schon ein bisschen was widergespiegelt, wie es hier aussieht, wie man hier fahren kann. Man muss halt erstmal hinter Würzburg kommen von Nürnberg aus, aber man kann auch von anderen Bereichen anreisen. Spessart ist ja für viele bekannt oder auch erreichbar. Und jedes Stück ist wieder ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das Stück vorm Engländer, das war ja auf 70 runter reduziert. Aber hier ist wieder alles frei. Also jetzt sind es noch 4 Kilometer hier bis Weibersbrunn. Ich fahre jetzt die ganze Zeit schon so schmale Sträßchen wie hier. Aber auch wieder mit ewigem Winkelwerk. Also wie gesagt, ich stelle die Tour unten ein. By the way, wenn euch das Video gefällt, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefällt, einfach damit bestätigen. Ja, und das wisst ihr auch, wo wir uns noch mehr oder genauso drüber freuen würden, ist natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Schaut mal nach, wir haben zahlreiche Videos von so Ausflügen, wie jetzt heute hier im Spessart, aber auch im relativ näheren Umfeld von Nürnberg. Aber auch so, wenn wir mal Motorräder ausleihen, wie gestern zum Beispiel, haben wir uns Suzukis ausgeliehen. Auch da bringen wir unsere Erfahrungsberichte auf unserem Kanal zur Geltung. Deswegen, wenn das was für euch ist, wenn es interessante Themen sind, wäre es sehr nett, wenn ihr unseren Kanal auch abonnieren würdet. So, das ist ja echt der Hammer wieder, wie hier die Straßenführung ist. Weibersbrunn kenne ich glaube ich bloß von der Autobahn her, von der Beschriftung. Aber wie hier im ländlichen Bereich die Straße verläuft, das war mir überhaupt nicht bewusst. Echt klasse. Boah. So, wir fahren jetzt aber nicht Richtung Weibersbrunn, sondern wir fahren Mespelbrunn. Wir fahren hier links. Das ist ja mal eine Kehre. Was heißt Kehre? Ein Abzweig. Geht aber genauso nicht weiter, glaube ich. Das ist echt blöd, wenn man sich hier nicht auskennt. Die engen Straßen. Kommt schon Gegenverkehr. Also echt so ein kleines Eldorado zum Motorradfahren. Echt genial. Ah, Ninja von Kawasaki war das. Hier kann man sich richtig austoben.
Also ich habe die Kamera jetzt eigentlich zu spät. Ich hätte jetzt die ganze Zeit laufen lassen können, die Kamera. Das geht halt hier in einer Natur so, wie ihr es jetzt gerade seht. Das ist unglaublich. So viele Kilometer am Stück nur mit Kurven, das bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Also, boah, das ist, dann ist alles trocken. Die schöne Gegend hier durch den Wald so zu fahren, alter Schwede, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, da beim Engländer, okay, da ist ein bisschen schöne Strecke zu fahren und das war's dann, aber ich glaube, ich bin jetzt bestimmt 50 Kilometer so gefahren, 40, 50 Kilometer nur solche Straßen. Also das ist echt der Hammer. Das muss man sich geben. Alles immer nur kurvig, nichts geradeaus. Also ihr merkt schon, ich bin stark beeindruckt hier vom Spessart. Wie schön man hier den Motorradtag verbringen kann. Also aber auch landschaftlich, ne? Das ist ja echter Hammer, das kann man hier. Hätte ich nie gedacht, dass das hier so schön ist, dass man hier so schön fahren kann. Das ist echt grandios. Wir fahren jetzt Richtung Hasloch und es geht wieder entlang des Mains. Wir sind wieder im Landkreis Main-Spessart. Da kann man ein bisschen den Main sehen. Ja, Hemm. Bei uns gibt es die Hemm in Zeugendorf. Ich bin jetzt in Kreuzwertheim und ich bin verdammt froh, dass ich die Hemm gefunden habe, weil die Reserveleuchte schon ziemlich lang am Leuchten war und ich bin langsam nervös geworden, konnte gar nicht mehr genau aufpassen. Aber jetzt ist der Tank voll, alles ist wieder gut, alles ist fein. Es ging jetzt lange am Main entlang. Aber ich war nur damit beschäftigt, Ausschau nach einer Tankstelle zu halten. Jetzt geht's aber weiter. Aber ich weiß gar nicht, kann man das erkennen auf der Kamera? Aber da oben im Hang, da ist voll die Burg, Festung oder wie auch immer man das nennen will. Mal gucken, wenn wir näher kommen. Das ist jetzt Kleinwertheim. Sieht man das jetzt da im Berg drin? Ich hoffe, man kann es erkennen. So schön über Main drüber. Schaut echt genial aus. Wertheim. Jetzt sind wir in Wertheim. Aber Wahnsinn, die Burg da unten. Hier links der Main wieder. Da ist richtig was geboten. Es geht jetzt die ganze Zeit schon schön entlang am Main. Nachdem jetzt alles grün ist. Auch hier wunderschöne Landschaft. Die Straße ist jetzt nicht so anspruchsvoll, aber landschaftlich wirklich schön. Das geht Richtung Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim. Okay, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim. Ich nehme jetzt einmal nochmal auf. Das Stück habe ich mir aufgesucht, hier kurz vor Schlüsselfeld, bevor ich in Schlüsselfeld ankomme, das ist bei Scheinfeld. Und das Stück sind wir schon mal gefahren. Und ich bilde mir ein, das hier ist auch noch mal ein kurvenreiches Stück. Also ist jetzt kurz vor Ende der Strecke auch noch mal, ja genau, auch noch mal ein nettes Stück zu fahren. Ich habe mir extra ausgesucht. Wer das nicht kennt hier. Also es ist schon wieder nach Kitzingen, weit nach Kitzingen. Macht auf jeden Fall auch Spaß hier, die paar Kurven zu fahren. Auch eine schöne Runde. Ich lasse euch mal mit drauf, weil
weil es geht hier noch ein bisschen. Eigentlich witzig, dass man es genau vor der Haustür hat. Also rechts weg geht's nach Kastel und links nach Scheinfeld. Können wir uns auch noch mal fetzen lassen.